Hallo, ich bin Philipp, das ist Digi Fernunterricht und heute möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, weshalb Schülerinnen und Schüler im Fernunterricht passiv werden, sich passiv verhalten, nicht teilnehmen an Videokonferenzen, minimalistische Aufgaben abgeben oder gar keine Aufgaben bearbeiten, was so die Gründe sind, die dazu führen, dass dieser Eindruck bei doch einigen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, vorherrscht, dass es wirklich Gruppen oder Teile von Klassen gibt, die sich eigentlich diesem Digi-Fernunterricht verweigern, wenn man das so sagen möchte, oder sich zumindest weniger aktiv am Lerngeschehen, am Unterricht beteiligen, als das in der Schule im Präsenzunterricht der Fall war. Und dazu habe ich vier Gründe vorbereitet, die ich jetzt durchgehe. Und das ist auch ein bisschen nach Priorität geordnet oder nach vielleicht persönlicher Präferenz. Ja, ihr kennt schon meine Abneigung wahrscheinlich gegen Prüfungen, gegen Noten. Und ich würde sagen, der Hauptgrund ist der, dass Schulsozialisation so stattfindet, dass Schülerinnen und Schüler auf diese extrinsischen Anreize getrimmt werden, was Noten gibt, was im Zeugnis steht. Das ist wirklich wichtig und das ist auch der Grund, weshalb man lernt. Also der Grund ist, um gute Noten zu bekommen. Und wenn das der wesentliche Anreiz ist und der plötzlich wegfällt, dann muss wie ein sekundärer Anreiz oder eine Art Belohnung stattfinden. Also die Belohnung wäre natürlich, es ist interessant oder ich kann mich gut entwickeln, ich kann etwas lernen, ich kann Aufgaben lösen, die ich vorher noch nicht lösen konnte oder Probleme bearbeiten. Und da diese Art von Ersatzmotivation oder eigentlich für mich zentraler Lernmotivation aufzubauen, das ist nicht ganz einfach im Digi-Fernunterricht, weil man ja auch die Schülerinnen und Schüler gar nicht sieht. Also eigentlich müsste sich die Schule wie neu erfinden. Wenn es nach mir ginge, dann würde diese Prüfungskultur und diese Notenlogik gar nicht in die Schule kommen, sondern das Lernen wäre immer nur für die Schülerinnen, für die Lerngruppe, in der sie drin sind, weil es interessant ist, weil man sich entwickeln kann. Aber da es diese Prüfungskultur gibt, kann man jetzt nicht einfach innerhalb von Tagen, Wochen, vielleicht auch Monaten umstellen, sondern das muss ein ganz neues Schulerlebnis sein, in dem Noten und Prüfungen eine viel tiefere, vielleicht auch gar keine Bedeutung mehr haben, weil das Lernen stärker auf die Lernenden bezogen ist, weil sie einen Wert darin erkennen und der Wert ihnen nicht über Noten kommuniziert wird. Und jetzt im Digi-Fernunterricht sind natürlich viele Prüfungen weggefallen und es war zumindest mal unklar, wie diese Prüfungen stattfinden. Und wenn das nicht klar ist, also ich denke immer dort, wo klar war, es gibt Prüfungen, die sehen so aus, das müsst ihr können. Dort ist diese Passivität am wenigsten stark aufgetreten. Und dort, wo man gesagt hat, ja, wir schauen jetzt erstmal oder da gibt es keine Prüfungen, ihr lernt einfach für euch, da sind diese Ausfälle waren sehr, sehr hoch und die Frustration natürlich auch bei Lehrerinnen und Lehrern, die mit dieser Prüfungskultur auch Klassen disziplinieren, die Aktivität erzeugen über diesen Notendruck. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann fällt auch ein zentrales Instrument weg. Und das würde ich mir wünschen, dass an Schulen die Aussage, aber das müsst ihr in der Prüfung können oder das kommt in der Abschlussprüfung vor, dass das nie mehr als Argument gebraucht wird und dass die Schülerinnen und Schüler dazu bewegt werden, selber Gründe fürs Lernen zu finden und die nicht in Noten oder Prüfungen zu suchen. Der zweite Grund ist das Umfeld, was passiv macht. Das heißt, wenn Schülerinnen und Schüler mit Eltern und Geschwistern zusammenleben, die auch Schule einen hohen Wert beimessen, die sie beim Lernen begleiten, die sie motivieren, die ihnen auch gute Möglichkeiten geben, lernen zu können, eigene Räume, einen Schreibtisch, gutes Schulmaterial, technische Ausstattung, dann fällt es sehr leicht und bei anderen Schülerinnen und Schülern ist das Umfeld nicht so gegeben, es ist nicht lernfreundlich, es unterstützt sie nicht, so dass das schulische Umfeld für sie sehr, sehr wichtig ist. Also es gibt viele Schülerinnen und Schüler, für die die Schule ein Ort ist, an dem sie gut lernen können und zu Hause ist kein Ort, an dem sie gut lernen können, weil sie
vielleicht Eltern haben, die streiten, weil sie Geschwister haben, die Probleme haben, weil sie in sehr engen, sehr, sehr problematischen Verhältnissen leben und so weiter. Da gibt es ganz viele Gründe und das muss berücksichtigt werden. Also das verändert viel für die Schülerinnen und Schüler, verändert auch viel in Bezug auf ihre Konzentration. Also ihr könnt euch selber vorstellen, wie ist es, wenn Menschen um euch herum streiten, wenn sie belastet sind, wenn sie auch eure schulische Ausbildung vielleicht gar nicht wertschätzen, wenn sie die unnötig finden. All diese Dinge beeinflussen Menschen und das führt dazu, dass sie passiv werden können, weil ihr Umfeld passiv gegenüber der Schule, weil sie plötzlich in einem ganz neuen Umfeld an dieser Schule teilnehmen. Der dritte Punkt ist das Lernsetting. Ich habe hier als Icon eine Videokonferenz ausgewählt, vielleicht als Klammerbemerkung. Alle Icons sind von flatiron.com, eine gratis Icon-Datenbank und da habe ich von zwei Künstlerinnen die Icons ausgewählt. Die Credits stehen auch da unten. Also diese Videokonferenzen, die man im Icon sieht, wenn das so eine wichtige Form ist, um an Unterricht teilzunehmen, dann laden die auch zu Multitasking, zu Abschweifungen. Es gibt technische Affordanzen, die dazu führen, dass man recht einfach mal, schaut mal Kamera aus, ich schaut mal Mikrofon aus und dann schaue ich mal, was es sonst noch Interessantes im Netz gibt. Ich beginne mit den Kolleginnen und Kollegen zu chatten. Also es ist ein Setting da, das eigentlich dieses Abschweifen, das Passivwerden vielleicht auch unterstützt, Anreize bietet, abzuschweifen, was anderes zu tun. Und das Lernsetting, das ist nicht nur, sind nicht nur Videokonferenzen, sondern es ist ganz grundsätzlich, wie wird Lernen zugänglich gemacht, was für Möglichkeiten gibt es, Feedback zu bekommen, was für Möglichkeiten gibt es, Abwechslung zu erhalten, bei harten Problemen auch mit anderen zusammenarbeiten zu können. Also es ist, sind ganz viele Faktoren, die einfach mal eine Veränderung bewirkt haben. Und diese Veränderung kann dazu führen, dass man sagt, nee, das ist für mich jetzt ungewohnt. Da kann ich mich jetzt im Moment nicht drauf einlassen, gerade weil ja das Ganze in eine große Krise mit vielen Unsicherheiten und Ängsten eingebunden war, was es eher schwierig macht. Der letzte Punkt, das hängt auch mit dem Lernsetting zusammen, ist der soziale Rahmen. Also wenn Schülerinnen und Schüler in die Schule gehen, dann sind dort vielleicht die Aufgaben langweilig, vielleicht gibt es auch keine direkte Prüfungsrelevanz, vielleicht ist die Lernumgebung nicht ideal, aber es gibt immer andere Schülerinnen und Schüler, die auch da sind, die auch lernen. Man passt sich an, man geht da auch hin, um dieses soziale Miteinander zu haben. Also es ist ganz, ganz wichtiger Faktor fürs Lernen von Schülerinnen und Schülern. Und das ist eine Art, das, was die Schule vielen Schülerinnen und Schülern gibt, nämlich Freundinnen und Freunde, die sie dort treffen, mit denen sie gemeinsam dieses Erlebnis planen. Wenn das jetzt reduziert wird oder wegfällt, diese soziale Funktion des Unterrichts, dann wird das ersetzt natürlich durch andere soziale Beziehungen in der Nachbarschaft mit Freundinnen und Freunden, die da sind. Und das heißt dann, in diesem Kontext sind die Schülerinnen und Schüler passiv, während sie in ihrem Freundeskreis natürlich weiterhin aktiv sind und die Aktivität vielleicht sogar dahin verlegen, was kann ich mit meinen Freundinnen und Freunden tun, die jetzt halt nicht mehr in der Schule sind, die nichts mehr mit Lernen und Unterricht zu tun haben. Und was das jetzt für Konsequenzen hat, also wie man im Fernunterricht und, den so gestalten kann, dass alle diese vier Gründe reduziert werden, an Bedeutung verlieren, das ist für mich eine der ganz großen Fragen. Also es führt dazu, dass Schule generell anders gedacht werden muss, dass auch überlegt werden muss, wie kann sozialer Zusammenhalt stattfinden, der nur über diese Fernunterrichtssetting gestaltet wird. Wie können alle Schülerinnen und Schüler gute Lernumgebungen bekommen, ein gutes Umfeld für ihr Lernen? Und das ist sehr, sehr schwierig, weil die Krise auch alle diese unterstützenden Maßnahmen verhindert hat. Also die Jugendsozialarbeit, Jugendarbeit hier in Zürich, die bietet Räume an, in denen Jugendliche Hausaufgaben gemeinsam machen können. Die werden dort von Studierenden auch betreut. Und das wäre natürlich so eine Art Lernumfeld, was sehr motivierend ist, was auch mit einem sozialen Rahmen zusammenhängt.
wo so diese Unterschiede, die zu Hause herrschen, eigentlich nivelliert werden. Aber dieses Angebot ist natürlich in der Corona-Krise auch weggefallen. Und da müsste man darüber nachdenken, wie kann man eigentlich solche Angebote schaffen, die vielleicht auch ein bisschen krisenresistent sind oder resilient sind, um auch Lernende stützen zu können, die zu Hause keine guten Lernbedingungen haben. So, das zur Frage, weshalb Schülerinnen und Schüler passiv sind. Wie immer gerne Kommentare, Bemerkungen da unten hinschreiben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.